Hallo, mein Name ist Margit, schön, dass du da bist. Ja, kennst du den Tag, wenn so gar nichts läuft und nichts funktioniert und es fuchst von Anfang an des Tages oder auch von der Mitte weg? Ja, genau das sind die Momente, wo nichts zu funktionieren scheint. Und genau das haben wir beim Thema. Wie oft passiert es, dass du versuchst, es allen recht zu machen? Und wer bleibt dabei auf der Strecke? Genau, du. Ja, und es verbreitet sich dann und es geht dahin, ratzefatze, ohne dass du was tun kannst. Und es scheint auch kein Ende in Sicht. Und dann die Tage, wo alles verkehrt läuft, wo alles drunter und drüber geht, das sind die Tage, wo deine größten Chancenfenster drinnen sind. Warum? Weil in dem Moment, wo die Emotion am höchsten ist, das heißt, da explodiert es karmisch, in dem Moment, wo die Emotion hochkommt und sagst so, okay, und jetzt ist der Punkt erreicht. Es reicht. Jetzt darf eine Veränderung her. Mir steht's bis da oben und ich habe das einfach satt, das ganze Theater. Und in dem Moment ist das Chancenfenster da für dich. In dem Moment kannst du dich entscheiden. Lebe mein Leben so weiter, wie ich es bis jetzt gelebt habe, oder verändere es und mache eine Wende. Ja, genau. Und genau so einen Punkt habe ich auch gehabt. Wo ich gesagt habe, so, okay, ich habe die Nase voll, mir reicht's, ich mag nicht mehr. Und genau in dem Moment bin ich damals zu meiner Kollegin gekommen und habe die Karma-Methode nach Ingrid Kamper, also sprich das Karma-Löschen nach MIK, erlernt. Und seitdem hat sich mein Leben um 180 Grad bis 360 Grad, besser gesagt, gewendet. Und ich kann jetzt leichter mit den Situationen umgehen, was schneller, was an welchen Situationen dahinter steckt, wie ich sie lösen kann und kann sie dadurch in eine neue Richtung geben. Früher habe ich zwei Lösungen gehabt für Probleme. Das stimmt. Aber der Schmerz da innen, und es hat mir oft tagelang gewurmt. Tagelang habe ich über irgendwas nachgedacht, was irgendwer gesagt hat, oder wenn mir irgendwer was Blöds getan hat oder nicht dankbar war und ich dem was Gutes getan habe. Tage und Wochen hat mich das begleitet. Wenn mal heute das passiert, kann ich es rauslöschen und ist gleich vorbei. Und das Coole daran ist, derjenige ruft dann ab und zu an, bedankt sich und ohne, dass ich es eingefordert habe. Somit, wenn du mehr wissen möchtest über die Karma- und Spiegelarbeit und wie das Ganze funktioniert, kannst du dich gern bei mir melden. Meine Telefonnummer und meine Homepage-Adresse findest du im Link. Alles klar? Bis demnächst und viel Spaß!